Hallo liebe Freunde, heute nehme ich euch mit auf einen Photoshop-Exkurs. Es geht um dieses Bild. Ein Gorilla mit einer Banane. Ich erkläre euch das Bild von A bis Z, also dran geblieben. Viele haben mir geschrieben und mal gefragt, sag mal, zeig doch mal, wie so Ebenen bei dir aussehen, wie du so arbeitest, wie so ein kompletter Workflow einmal aussieht. Und das zeige ich euch jetzt an einem Bild, was ich vor, ja, ich würde mal sagen, so weiß nicht, 2, 3, 4 Monate ist es ungefähr her gemacht habe. Da war es auf jeden Fall noch kalt, da hat man noch Bock gehabt, vor Photoshop zu sitzen. Mittlerweile ist ja schon ein bisschen wärmer, da ist man dann gerne draußen, sitzt nicht mehr ganz so viel vor Photoshop. Das Bild hier erstmal zur Inspiration oder was man darauf sieht, ja, man sieht hier einen Gorilla, ja, der hat irgendwas in der Hand, sieht ein bisschen aus wie eine Banane, aber wenn man mal hier so ein bisschen näher reinzoomt in das Ganze, dann sieht man, das ist hier keine Banane, nein, das ist ein KitKat. Richtig, KitKat-Banane, und genau darum ging es so. Es war so eine freie Arbeit von mir, wo ich überlegt hatte, wie könnte das wohl aussehen, so ein KitKat-Banane. Das gibt es wirklich, in Deutschland gibt es nicht, aber in Amerika und auch in China scheinbar scheint es das zu geben. KitKat-Banane eben mit Bananen. Creme-Geschmack. Und wer isst gerne Bananen? Affen. Richtig, ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, was habe ich für Bilder auf meinem Rechner? Ich hatte einen Affen fotografiert vor einiger Zeit im Zoo, ja, durch eine Glasscheibe durch. Das ist dieser Gorilla hier. Der hat mich auch perfekt angeschaut gehabt zu dem Zeitpunkt damals. Der war, glaube ich, ein bisschen aggro auf mich auch. Aber er hat schön geguckt, ja, einen schönen Ausdruck und hat auch eine schöne Qualität im Endeffekt gehabt. Ja, und es sollte eigentlich nur ein Bild sein, wo eben Affe im Dschungel sitzt quasi, mit nicht einer Banane in der Hand, sondern einer Bananenschale, wo in der Mitte eben ein KitKat-Banane drin ist. Ich habe hier die verschiedenen Ebenen auf der Seite, zum Beispiel den Hintergrund, Licht, Farbe, den Affen an sich, den Vordergrund, den ich dann später aber doch nicht benutzt habe, und die Banane an sich muss natürlich erstmal freigestellt werden und das Licht, das dann quasi das Composing dann auch ausmacht. Das Wichtigste beim Composing ist, dass am Ende alles zusammenpasst, ja, der Lichteinfall und auch das Licht insgesamt muss passen, so, also der vom Kontrast her und von anderen Sachen. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ihr das fertige Bild seht. Ich nehme euch jetzt mal mit von Anfang an. Fangen wir mit der ersten Ebene mal an. Das hier ist ja im Endeffekt dann das fertige Bild. Fangen wir mal von Anfang an an. Das ist der eigentliche Hintergrund. Das ist ein Stockbild, ja, irgendwo ein Urwald im, ja, wo auch immer der sein mag, Palmen, so wie man sich es vorstellt, ein Urwald. In der Mitte ist irgendwie ein Bach. Von dem Bach sollte man später dann aber nicht mehr sehr viel sehen, ja, sondern dann hauptsächlich vom Gorilla, und der wird später hier auch diesen ganzen Bach irgendwie verdecken. Das hier ist übrigens das Ursprungsbild vom Gorilla, ja, so sah das Ganze aus, vor der Scheibe. Da war einige Arbeit nötig, das werdet ihr nachher beim Affen sehen, um den irgendwie richtig hinzubekommen. Der Affe wurde, glaube ich, mit einer 5D Mark II fotografiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube schon, oder mit einer Mark I, bin ich mir ganz sicher. Ihr seht, eine hohe Blende wurde benutzt. Es war richtig dunkel in diesem Affenhaus. Also ich musste da schon sehr viel mit dem ISO spielen. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, kein besonderes Rauschen im Bild. Wenn ihr das jetzt im Video seht, diese Fragmente, die kommen vom Komprimieren durchs Video. Im Originalbild sind die also nicht vorhanden. Das hier stört definitiv. Das müssen wir später wegkriegen irgendwie hier. Diese grünen, was auch immer das ist, warum das da ist, keine Ahnung, war irgendwie am Glas irgendwie dran, und später dann im Bild werde ich auch noch diese ganzen Heu-Dinger wegretuschieren. Das ist auf jeden Fall das Grundbild vom Affen, das ist der Grundhintergrund. Ich hatte dann noch eine andere Alternative, das hier, aber das hat mir dann doch nicht gefallen, so irgendwie so ein unscharfer Hintergrund mit Bananen, so, wollte ich dann aber doch nicht haben. Habe mich dann für diese beiden entschieden, das macht im Endeffekt dann den Hintergrund aus. Dann kommt Licht dazu, beziehungsweise Farbe. Ich habe hier, nehmen wir die anderen aus, ich habe hier erstmal eine Farbtonsättigung-Ebene, ne? Die macht das Ganze ein bisschen grüner, weil dieses ganze Grün im Hintergrund von diesem Wald sieht sehr gelblich aus. Das liegt ja wahrscheinlich am Weißabgleich, der hier vorgenommen wurde. Ich wollte es ein bisschen grüner haben, ja, und dadurch eine knalligere Farbe haben, was eben mehr nach Urwald einfach aussieht. Kommt noch ein bisschen Kontrast dazu, ja, eine Gradationskurve macht das Ganze ein bisschen dunkler und kontrastreicher. Dann kommt hier eine Überstrahlung rein, ja, weil ich möchte, dass von hier oben das Licht reinscheint und so ein bisschen von hinten überstrahlt. Das haben wir hier. Und hier nochmal von rechts eine kleine Überstrahlung, um den Hintergrund auch ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen. Ich meine, so ist der ja sehr präsent, ja, sehr detailreich. Durch diese Überstrahlung kriegt man das im Hintergrund weg. Kommen wir zum Affen. Der ist hier, und ich habe ja gesagt, dass einige
Vorarbeit notwendig. Ihr seht ja, was hier alles für Ebenen irgendwie am Start sind. Ja, auch sehr gut benannt, wie ihr hier seht. Das hier ist der Affe im Endeffekt. Den habe ich freigestellt. Können wir mal angucken. Da muss ich mich ja selber mal loben. Jedes einzelne kleine Haar freigestellt irgendwie hier an dem Affen. War eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Durch CS5 bei Photoshop kann man ja mittlerweile relativ gut Haare freistellen. Ich habe das, glaube ich, einfach in der Schnellauswahl irgendwie alles markiert hier, diesen Bereich. Und dann über das Auswahl-Verbessern-Werkzeug, hier Maske verbessern, Auswahl verbessern heißt es im anderen Modus, die Haare eben fein ausgewählt. Dann habe ich hier ein bisschen Kontrast angehoben, um ihn noch ein bisschen kontrastreicher zu machen. Und am Ende dann eine Farbtonsättigung-Ebene gemacht. Ich habe ihn einfach schwarz-weiß gemacht, den Affen. Das ist nämlich ein sehr guter Trick. Ihr seht hier, hier ist Blau vorhanden, hier ist Rot in seinem Fell vorhanden. Hier gibt es irgendwie eine Spiegelung vom Boden und von der Scheibe. Das ist Gelb. Und das möchte man natürlich später alles nicht im Bild haben. Das würde nicht zusammenpassen, wenn wir jetzt mal den Hintergrund hier aktivieren. Ne? Das sieht zwar natürlich aus, aber irgendwie nicht so, wie ich es dann eigentlich im Endeffekt haben möchte. Ich kann auch mal den ganzen anderen Bums hier anmachen. So. Deswegen habe ich einfach das Ganze entsättigt. Ja, und ihr seht, perfekt, der Affe ist nur noch schwarz. Ja, und der Rest ist nicht mehr zu sehen. Machen wir weiter, was kommt als nächstes? Ich habe hier einen Ordner mit VG. Vordergrund, was der genau gemacht hat. Ach ja, da hatte ich überlegt, ursprünglich hier diesen Bereich zu überdecken mit so komischen Früchten. Ja, wäre gegangen, da hätte man dann zum Beispiel später, wenn es ein Plakat gewesen wäre, eine Plakatkampagne, hätte hier Schrift sein können. Ja, dafür hätte ich das hier aber noch extrem in der Farbe verändern müssen, hat mir dann doch nicht gefallen. Also wieder rausgekickt, deswegen ist hier auch ein Fragezeichen dahinter. Jetzt kommt dieses KitKat-Bananen-Ding. Ja, das haben wir hier. Schauen wir mal an, relativ viele Ebenen. Wir hier einmal sieht man es komplett in der Banane. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ja, das ist im Endeffekt sehr, sehr viele Ebenen. Im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Banane. Ja, fangen wir mal hier an. Das ist dieses KitKat-Banane. Das habe ich aus einem anderen Bild rausgeschnitten. Hier ist eine Bananenschale, die ich freigestellt habe und eben die Übergänge definiert habe. Hier ist ein Schatten, den ich später rausgemacht habe. Hier habe ich das Ganze ein bisschen verbessert, dass es gerade ist. Das Ganze kommt dann auch hier bei diesen Dingern rein. Jetzt natürlich wichtig beim Composing Schattenwurf. Einmal hier Schatten reingemalt. Wenn man mal doppelt anklickt, seht ihr, wo die Bereiche sind. Also hier sind ganz leichte Schatten ins Bild eben reingemalt. Ich zoome mal noch weiter rein, falls ihr das jetzt nicht richtig sehen könnt hier. Ne? Das ist der Schatten hier, der unter der Banane sozusagen ist. Ein Schatten, der später auf den Händen sein wird. Ist hier im Bild zu sehen. Ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Ne? Sieht man ganz deutlich. Hier ist noch ein Schatten. Das ist ein anderes Bild. Hier ist nochmal ein Schatten. Und dieser ganze Schatten wird später dann bei der Banane sein. Die brauche ich jetzt allerdings nicht mehr. Das war quasi meine Vorlage. Und die hat der Affe später dann in der Hand, so sieht das Ganze fertig aus und dann auf einer neuen Ebene kopiert. So, ne? Ihr seht, jetzt hat der Affe das Ganze in der Hand, hier ist der Schattenwurf, hier ist das KitKat, hier innen drin ist auch nochmal ein kleiner Schatten zu sehen und hier muss der Schatten natürlich wieder sein. Ihr seht, es sieht viel realistischer aus, wenn ein Schatten fällt. Also hier auf diesem Ding wieder ein leichter Schattenwurf. So, kommen wir zum letzten Schritt, ja? Das ist das Licht, was nochmal in den Vordergrund muss. Also bis dato ist der Affe sehr, sehr kontrastreich. Der Hintergrund ist ein bisschen ausgewischt, überblendet und dadurch nicht mehr besonders kontrastreich. Jetzt muss das Ganze vermischt werden quasi. Das müsst ihr euch so vorstellen, es sind verschiedene Ebenen jetzt, ja, verschiedene Bereiche in dem Bild, die zusammengesetzt wurden. Um das in ein Bild quasi zusammenzufügen, muss der Vordergrund vom Licht hier auch noch passen. Das heißt, ich setze in den Vordergrund auch Überstrahlung. Haben wir hier eine ganz leichte Überstrahlung, aber es macht das Ganze realistisch, denn Licht geht ja um Objekte rum. Also das ist ja nicht quasi, dass der Affe das komplette Licht abschirmt, sondern das Licht geht ein bisschen um ihn rum und dementsprechend muss auch ein bisschen Überhellung in seinem Gesicht sein. Genauso von der anderen Seite, dieses Licht, was durch die Bäume durchfällt, muss auch vorne sein. Das ist im Endeffekt das fertige Bild. Wir sind jetzt fertig, da seht ihr es. Das ist die schlussendliche Version.
in dem Feinschliff, also das würde ich jetzt als ein fertiges Rohcomposing bezeichnen. Ja. Im Feinschliff würden jetzt diese Dinge hier noch weggemacht werden. Das ist auch dann im schlussendlichen Bild, was ich auf meiner Website habe, www.benjamin-jaworski.de, zu sehen, da ist das hier dann weg. Ja. Diese Dinge habe ich wegretuschiert. Kleinigkeiten, die mich noch gestört haben, zum Beispiel sowas hier, würden im Feinschliff jetzt nochmal wegretuschiert werden. Und ansonsten kann man dann jetzt hier mit Filtern noch arbeiten, ja, zum Beispiel Tonal Contrast von Nick oder Topaz oder Lucy's Art, was auch immer, kann man jetzt wunderbar arbeiten, hier ordentlich den Kontrast rausballern noch, muss aber nicht sein. Ihr seht, das Bild ist an sich eigentlich schon fertig. Ja, also man kann jetzt Feinschliff-Sachen noch ändern, großen und ganzen würde ich da jetzt aber nicht mehr viel tun, außer die eben gesagten Sachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wenn ihr Fragen habt, postet es unter das Video drunter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video, abonniert den Kanal. Hier gibt's auch nochmal das letzte Video zum Angucken. Da ging es um eine coole App fürs iPhone, bald auch fürs Android-Handy. Also zieht's euch rein. Und ihr könnt mir immer noch eure Bilder schicken. Aber bitte jetzt die Bilder immer an bilder@benjamin-jaworski.de schicken. Nicht bei Facebook, nicht bei Twitter, nicht bei irgendeinem anderen Bums. Nein, nur an bilder@benjamin-jaworski.de. Bilder immer unter 1 Megabyte, sonst rastet mein E-Mail-Account völlig aus, also unter 1 Megabyte, dann direkt an mich schicken und bitte auch immer nur ein Bild schicken, nicht 15 Bilder schicken und ich soll mir dann ein Bild auswählen. Zeit ist Geld, Freunde! Ja, immer ein Bild, euer bestes Bild, das schickt ihr mir und ich lasse es kritisieren auf dem Facebook-Account facebook.com/beardfoto. In dem Sinne, macht's gut, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, und das Video runter und so weiter und per, wir sind weiter, Halbfinale, Halbfinale, schalalala, geil.